Hallo meine lieben Tesla-Freunde, da bin ich Tesla Markus, Markus Meilenschein. Heute von einem Feld in der Nähe von Rastatt, ich glaube Modellflughafen ist das hier. Bisschen Wind, wenig Sonne, bisschen Bahngeräusche. Und heute komme ich mit einem Thema, mit dem ich gehofft habe, doch nicht so zu euch zu kommen, aber hier ist es. Ich verkaufe mein Model S. Ja, jetzt ist es raus. Ja, ich habe versprochen, das in der Community zuerst anzubieten, dieses Auto. Und damit mache ich dieses Video. Ich habe schon mit dem Ove Kröger gesprochen, der ist das Auto ja auch schon gefahren, von T&T Tesla. Und er hat mir empfohlen, das bei mobile.de einzustellen für knapp 65.000 Euro. Und ich habe mir gedacht, na, bevor ich das mache, spreche ich zu euch, weil viele haben schon signalisiert, dass wenn ich mir mal mein Model S verkaufen sollte, es erst euch zu zeigen. Und zwar, der Wagen ist jetzt knapp 3 Jahre alt. Jetzt im August habe ich den gekauft, vor 3 Jahren, knapp 3 Jahren. Und ist gelaufen jetzt 76.000 Kilometer. Und hat folgende wahnsinnige Vorteile. Frei superchargen. Ja? Also bevor ihr, wenn ihr viel fahrt und ein Tesla fahren wollt und ja, jetzt die Supercharger-Preise doch angehoben worden sind auf ein Niveau, was jetzt wettbewerbsfähig ist, auch zu anderen Stromanbietern, dem kann ich dieses Modell hier empfehlen, weil das freie Superchargen, das geht mit diesem Auto weiter auf den nächsten Besitzer. Also wenn ihr plant, weit zu reisen, viel zu reisen, perfekt, ja. Also hier, das ist das große Asset. Das ist eigentlich das, ja, es gibt eigentlich drei Dinge, warum ich mir überlege, dieses Auto überhaupt zu verkaufen. Ja. Also erstmal dieses freie Superchargen, dann zweitens diese Farbe. Ja, das ist das, was ich Tesla anlaste. Man kann diese tolle Farbe nicht mehr kaufen, das Titanium. Gibt es nicht mehr. Man muss sich auf die Standardfarben jetzt, die sehen alle gut aus auf Tesla, ja, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und drittens, das Schiebedach. Ja, das Auto hat ein Schiebedach, man kann es öffnen und man kann ja das Vogelzwitschern, was wir jetzt vielleicht auch gerade ein bisschen hört, kann man genießen bei der Autofahrt. So, diese drei Assets hat dieses Auto. Frei superchargen, Titanium und das Schiebedach. Das gibt es alles nicht mehr in Zukunft. Gut, und warum verkaufe ich es? Ja, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Aber diese Entscheidung, die kommt dann im nächsten Video. Das Video soll einfach nur dafür da sein, euch zu informieren, dass das Auto zu haben ist. Und ich werde jetzt die Kommentarfunktion auch bei diesem Video ausschalten, weil es soll einfach nur dafür sein, für die Community, ja, hier möglicherweise das Auto kaufen zu dürfen, zu können. Und bitte schreibt mir eine E-Mail an teslamarkus.in.deutsch. Ich blende das unten ein. @gmail.com und schickt mir euer Angebot. Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, diese Hausnummer 65.000 aufgerufen. Ich würde es auch an die Community für weniger als 65.000 verkaufen, aber natürlich an den meistbietenden. Ja, ist also jetzt an euch, wer, also was ihr für einen Preis euch überlegt für diesen Wagen. Also einer, der sagt, okay, der kriegt das eh nicht los, weil ja, es sind sowieso viele Model S auf dem Markt gerade. Weil ich habe gerade gecheckt, diese Konfiguration gibt es nicht auf dem Markt. Ist sogar noch Garantie drauf, ja, also noch bis August und bis 80.000 ist Garantie drauf, könnt ihr diesen Wagen haben. Oder ich lege eine Schippe drauf und gehe dann anstelle von 63, 65 oder ja, ich sage 68.000. Also ich werde jetzt einfach mal abwarten, was für E-Mails kommen die nächsten 2 Wochen. Heute ist der 2. Mai, das heißt, ich warte ab bis ungefähr zum 10. Mai und sammle alles. Und ja, bin mal gespannt auf eure E-Mails, auf eure Bewerbungen für dieses Auto. Auch wenn keine kommt, okay, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann setze ich es für 64.850, glaube ich, hat mir der Ofe empfohlen, bei mobile.de ein. Und wenn das da auch nicht klappt, dann habe ich ein Angebot von Tesla, was auch nicht schlecht ist, weil dann habe ich auch keine Arbeit mehr mit. Und übergebe das. Oh, jetzt habe ich schon was rausgelassen, ja, dass es vielleicht doch ein neuer Tesla wird. Mal sehen. Auf jeden Fall. Ja, es war echt, also wir haben im ersten Mal so diskutiert, mit meiner Frau auch nochmal drüber. Die Farbe ist es und das freie Superchargen, ja. Also, mir wird mein Herz bluten, wenn ich es weggebe. Aber es kommt was Neues, das ist auch spannend.
Und ja, ich lerne dann einen von euch kennen, der das Auto übernimmt. Das Tesla Markus Auto. Ihr kennt das innen auswendig. Ich lasse noch mal ein paar Eindrücke mitlaufen hier bei diesem Video. Es ist nichts dran, sonst weiter. Ja, ja, es sind die Die Antriebswellen sind gewechselt, also neue Antriebswellen sind drin. Und da er das Dämpfersystem hat, das Luftfederfahrwerk, hat er auch diese Krankheit, dass das klappert und dass das irgendwie nicht fest funktioniert. Das ist ein Bilstein, ein Continental irgendwie. Aber da gibt es schon eine Lösung und das ist registriert bei Tesla. Und Frankfurt hatte mir schon gesagt, dass die das wechseln. Die Sachen sind eigentlich schon da. Wahrscheinlich haben die sich noch nicht gemeldet, weil die so viel Arbeit haben. Ja, wissen wir alle. Also der kriegt auch noch die neue Federung rein, ne? Also dann nagelneu. Ist dann vieles Neues dran, es ist nichts zu meckern an dem Auto. Ich lasse die Felgen drauf, so wie sie hier sind. Ich zeige es euch gleich nochmal. Das sind Winterreifen drauf, die haben auch nicht mehr viel Profil, also müsst ihr euch neue Reifen zulegen. Das noch als Downside von der Sache. Ansonsten, ihr kennt das Auto, ich habe nie Probleme damit gehabt. Ist kein Montagsauto, ist ein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Auto. Und ja, hat mir viel Freude bereitet, euch ja auch. Ich werde wahrscheinlich noch eine Tour machen nach Schweden zu meinen Kunden. Ich muss eine Produktion besichtigen und Kunden besuchen. Da werde ich da nochmal einen langen Roadtrip machen. Das habt ihr auch gefragt mehrmals. Das kommt noch. Außer der Interessent sagt, ich brauche das Auto gleich, dann nehme ich dir das jetzt weg und ich gebe dir so viel Geld hinterher, dass ich sage, okay, ja, nimm es. Okay. Ja, schwere Entscheidung. Heute Abend, das ist heute zweite. Gestern habe ich das Video rausgebracht über die Tesla Gigafactory in Shanghai. Heute ist das Video raus und ich werde morgen gleich das Video hinterher schieben oder übermorgen, was ich dann für ein neues Auto mir besorge. Ja. Ihr könnt mal tippen. Ich mache mal oben eine kleine Umfrage. Ja, was nimmt er denn? Erstens ein Model 3, zweitens ein Model S, drittens ein Model X, viertens ein anderes E-Auto und fünftens ein Wasserstoffauto. Ich glaube, fünf Fragen hat man frei. Klickt mal oben rein, würde mal interessieren, was eure Idee ist, was ich nehmen werde. Das ist, glaube ich, möglich, wenn ich keine Kommentare zulasse. Ja, die Kommentare habe ich abgeschaltet, weil für mich ist es wichtig, dass ihr jetzt in Kontakt tretet mit mir über E-Mail. Und ich möchte, das Video wird sicherlich gut geklickt sein. Und das wird viele Kommentare sein, mit denen ich nichts anfangen kann, was jetzt den Verkauf des Autos angeht. Deshalb, Entschuldigung, dass da jetzt mal die Kommentare ausgeschaltet sind. Beim nächsten Video, wenn ihr dann seht, was für ein neues E-Auto ich mir kaufe, ups, oder Wasserstoffauto, werdet ihr dann sehen, könnt ihr wieder kommentieren. So, das war's. Macht's mal gut, danke für eure Aufmerksamkeit, haut in die Tasten und ersteigert hier das Model S von mir, Baujahr 2016, 76.000 Kilometer per heute. Gleich fahre ich nochmal nach Schweden, dann hat es knapp 80. Ist noch ein bisschen dann in der Garantie drin, aber nicht mehr lange. Aber Drivetrain und Batterie hat natürlich eine längere Garantie und ist in diesem Fall alles in Ordnung. Ne? Und ich treffe dann einen von euch, der das Auto dann übernimmt. Vielleicht sagt er auch, okay, ich wohne in Hamburg oder ich wohne irgendwo auf meinem Weg nach Schweden und wir machen irgendeinen Termin aus in den nächsten 4 Wochen und ihr kann das dann euch auch hinfahren und fahren mit dem Zug nach Hause. Ne? Dann haut in die Tasten, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.